denn ergangen die letzten Tage, vor allem im Hinblick auf Ihre Krebsdiagnose? Ja, muss ja, ne? Ich versuche stark zu bleiben. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Wir sind ja heute hier, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ja. Daher vorab die Frage, möchten Sie, dass wir die Entscheidungen für die weiteren Schritte gemeinsam treffen? Ja, das wäre mir schon ein Anliegen. Oh, Frau Müller, da fällt mir aber jetzt ein Stein vom Herzen. Ich habe echt gedacht, ich muss da alleine durch. Die ganze Nacht nicht geschlafen, das kann ich Ihnen sagen. Alles freut mich, aber dass ich helfen kann. Ich bin Ihnen auch wirklich dankbar. Das ist sehr toll. Dann machen wir das jetzt also zu zweit. Das gemeinsam. Okay. Ja. Ja, dann erzählen Sie doch mal. Erzählen. Naja, was haben Sie sich denn überlegt? Naja, ich dachte, Sie geben mir jetzt ein paar Optionen. Oh, Herr Müller, das ist jetzt keine One-Man-Show hier. Okay. Soll ich jetzt die ganze Arbeit alleine machen? Nein. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, okay. Na gut, bei Krebs kann man da nicht so eine Chemotherapie machen. Ach, Müller. Ein bisschen mehr Mühe bitte. Klar, Krebs-Chemo. Gut, bis da. Ja. Aber was denn für eine? Ja, kurativ, adjuvant, palliativ, mit Bestrahlung oder ohne, wöchentlich oder monatlich? Ich meine, was wird Ihnen denn gefallen? Naja, wissen Sie, Herr Doktor, gefallen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also, aber bei Krebs macht man da nicht oft eine Operation? Ja. Sehr gute Idee, ja. Frau Müller. Ja. Wobei, da würde ich ja operieren und Sie länger in Narkose. Das, ja. Da können Sie mir ja gar nicht helfen. Oh, stimmt. Operation ist keine Option, tut mir leid. Hey, Freddy, kommst du mal her, bitte. Freddy! Das ist Frau Müller. Kommt zur Therapieplanung. Möchte sehr gerne an der partizipativen Entscheidungsfindung teilnehmen und hat aber nicht so viele Ideen. Was kann man da machen? Schwach. Was hat sie denn nicht, Frau Müller? Leider Krebs. Frau Müller, das ist eine ernstzunehmende Diagnose. Das dürfen Sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich meine, Sie müssen sich als Patientin auch selbst ein Bild machen von Pathophysiologie, Epidemiologie, Äthiologie, Symptomatik, Diagnostik und Therapie. Ist kein Spaziergang. Ja, aber okay, bei Krebs macht man dann nicht auch oft eine Tumorkonferenz mit mehreren Experten und die beraten sich und dann ist man. Nee, das ist ein Scherz jetzt. Ich meine, Sie können doch jetzt nicht die Verantwortung an andere abgeben und andere wie die Drecksarbeit machen lassen. Ich meine, als nächstes sollen wir Ihnen die Unterschenkel massieren, das ist nicht in Ordnung, wirklich. Ja, das wäre nett, ja. Aber Freddy, eine Zweitmeinung wäre doch schon ganz geil. Also, komm, Frank, wir brechen das hier ab, Frau Müller. Entweder wir machen Shared Decision Making, wie man das so in der Uni lernt. Ja. Decision. Decision, ja, das ist das Wort, was man benutzt. Shared Decision. Decision. Und, entweder wir machen das, dann gehen Sie aber nach Hause und bereiten sich vor, ja? Oder wir machen es so, wie wir es immer machen hier in der Klinik, oder? Wir entscheiden, was Sie machen.